So, herzlich willkommen zurück, meine Krieger und Kriegerinnen, zurück zu A Total War Saga Troy. Yes, wir starten direkt mit der nächsten Runde. Runde 274, Freunde. Autsch. Ja, nee, ciao. Get back. Ah, jetzt sehe ich erst, wo unsere Soldaten sind. Ich konnte erst gar nicht einschätzen, wo die sind. Achilles, hatten wir die nicht letztens erst auf den Deckel gegeben? Retreat. Okay, wir müssen stabil in die Defensive gerade gehen. Der wird aber nachziehen, der Kollege. Okay, das habe ich nicht erwartet, Freunde. Das ist jetzt gerade sehr, sehr schmerzhaft. Ich dachte, die bleiben in Sparta. Ich hatte gedacht, die bleiben in Sparta. Oh shit, Alter. Ja, leck mich fett. Oh, gibt's irgendwie die Möglichkeit? Hier ist doch so eine kleine Lücke. Vielleicht können wir hier den Kampf rüber verlagern. Könnten wir mit denen... Entschuldigung, mit denen in den Rücken fallen? Schwierig. Unsere Inselbewohner. Er hat wahrscheinlich auch ein Gefährt. Ja. Shitty Banana. Das könnte eine heftige Niederlage nach sich ziehen. Also wir haben hier sehr erfahrene Leute. Aber das könnte richtig schmerzhaft werden. Zeig mal kurz die Lage. Okay, hier drüben wäre ein guter Spot, um zu kämpfen. Erstmal Lenkelmodus aus. Und das auch. So. Andererseits sind es leichte Soldaten, die könnte man schon auch mitschicken. Okay, pass auf, wir brauchen hier leichte Einheiten. Ich kann gerade noch nicht sagen, ob das Ziel erreicht, das ich mir vorstelle. Wisst ihr, ich will den Kampf hierhin verlagern. Hier in diese Ecke. Weil da ist ihre zahlmäßige Überlegenheit nicht sehr wertvoll und will dann mit dem Trupp da hinten in den Rücken fallen. So, jetzt rückt mal vor. Mal schauen, ob unsere Finte gelingt. Wir haben keine Fernkämpfer, die jetzt gerade den Auftrag hätten, anzugreifen. Da ist das Problem, dass die sich nicht ganz so gut verstecken können wie andere Einheiten. Reite mal vor, lock ihn mal rüber. Die sind gerade noch gar nicht drauf aus, sich auf unsere Finte einzulassen, Freunde. Junge, du sollst da... Ach so, er ist so langsam wegen den Bäumen. Ja, dann rückt weiter vor. Los. Ihr müsst die von denen weglocken.
Ich glaube, sie haben uns entdeckt. Ich glaube, sie haben uns entdeckt. Ja. Boah, Alter, was für eine sauschwierige Situation gerade. Es gibt auch kein Zeitlimit, Freunde. Es gibt kein Zeitlimit. Er hat halt überhaupt keinen Grund, da reinzurennen, gell? Er braucht gar nicht auf die Idee kommen. Ja, versucht die Enge hier mal zu halten. Okay, sie sind vorläufig auf die Finte reingefallen. Das ist schon mal sehr gut. Sie nähern sich der Seite. Das Ärgerlichste ist wirklich, dass es kein Zeitlimit gibt. Das ist wirklich ätzend, Freunde. Das ist wirklich ätzend. Okay, jetzt let's go, Freunde. Scheiße, er ist noch hier drüben. Oh nö, Freunde, was macht er denn hier? Ich könnte natürlich volle Lotte auf ihn... Oh, oh, was? 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 Achso. Der Feind hat eure versteckte... holt ihn euch, die sollen sich den holen. Versucht euch erstmal der Fernkämpfer zu entledigen, Freunde. Eure Krieger haben versteckte Feinde entdeckt. Leute, was? Was macht ihr da? Manchmal frage ich mich wirklich, in welches eurer Hirne so ausgesetzt hat. Das ist eine wirklich wichtige Frage, Freunde. Eine wirklich wichtige Frage. Wer hat euch dermaßen das Hirn verschissen? Na, ja, nee, das macht ja keinen Sinn. Raus da, raus. Euer Held wird angegriffen. In good order. Move up. Oh, yes.
Bearbeite die weiter, bearbeite die. Scheiße, Alter. Wie sieht's denn hier drüben aus, Mann? Das gibt's doch nicht. Stopp, 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 stopp. Stopp. Hier bleiben. Hier bleiben. Aufhören. Aufhören. Weiter, weiter. Los, los. Eure Krieger verlieren den Mut. Ja. Lass die das. Das ist jetzt egal. Das ist jetzt egal. Es tut mir leid, aber das sind leider Gottes nur Inselbewohner. Die müssen da leider jetzt durch. Freunde, kein Bock mehr? Kein Bock mehr auf Kämpfen? Los! Schleudert! Los! Was ist denn los mit euch? Was stimmt denn nicht mit euch? Hier, hol dir die! Hol dir die Einheiten, die dürfen nicht überleben. Es sieht nicht schlecht aus, Freunde. Es sieht nicht so schlecht aus. Es kommt natürlich krass drauf an, wie lange die hier durchhalten. Das ist momentan einer der wichtigsten Aspekte. Wie lange halten unsere Nahkämpfer hier wirklich durch? Aber es sieht gut aus. Es sieht gut aus. So, Menelaus, komm. Es sieht verdammt gut aus. Es sieht verdammt gut aus, aber ich will's nicht verschreien, Freunde. Stopp. Hier rüber. Schaut's euch an, sie fallen zusammen. Sie fallen zusammen, Freunde. Ist zum Greifen nah. Ja, sie geben auf. Oh mein Gott! Freunde, der Sieg war völlig gegen uns. Der war komplett gegen uns. Holt euch Menelaus. Nichts hat's für uns gesprochen hier. Die Anzeige war auf 2/3 bei den Gegnern. Oh mein Gott. Ich wurde übrigens letztens gefragt, warum ich eigentlich immer oh mein Gott sage. Das ist nur so ein Ausspruch, okay? Nur so ein What the hell? What the fuck? Wisst ihr? Also, hat jetzt keine tiefsinnigere Bedeutung. Alter Schwede. Menelaus ist weg. Jetzt kommen, die holen wir uns hier noch. Die nehmen wir noch mit. Krass. Hatte ich wirklich nicht erwartet. Also ich ging vom Schlimmsten aus, aber die Strategie hier hinten ist so, so verdammt gut aufgegangen, Freunde. Das hatte ich nicht erwartet. Verdammte Scheiße, wie geil. Weil wir sie hier ins Eck gelockt haben, da hat ihre Überzahl nicht viel geholfen. Und dann kam wieder unser in den Rücken fallen. Das ist die beste Strategie. Ich weiß nicht, ob für jeden Feldherrn, aber für Odysseus und seine, besonders diese Guerilla-Pirscher, unfassbar mächtig. So, die Inselbewohner toben sich hier jetzt mal ganz geschmeidig aus. Wir dürften auch noch alle Einheiten behalten haben. Jau. Komm. Räumt die letzten weg. Da werden welche überleben, aber zumindest nicht so viele. Mach die noch weg. Fernkämpfer ist mir egal. Mach ihn noch weg. Komm.
Oh, das ist richtig schwer. 414 Verluste bei uns. Das geht aber 1149 Verluste hier. Wir haben noch die drei werden überlebt haben. Er wird überlebt haben. Aua, Freunde. Aua, das ist eine Watsche. Ups. Das ist eine Watsche, die Menelaos jetzt auch erstmal verdauen muss. 70 Einheiten verbleibend. Die Soldaten holen wir uns. Die holen wir uns dazu, mein Freund. Jetzt zieh dich mal zurück. Alter, wie weit der rennt. Ja, und jetzt noch abhauen nach dem Angriff. Oh mein Gott. Da ich schon wieder gesagt. Ey, ich sagte es am laufenden Band, jetzt fällt es mir erst auf. Nachdem es im Kommentar erwähnt wurde, fällt es mir auf, wie oft ich das eigentlich sage. Es wurde bei einem Shieldwall-Video erwähnt, wobei da kann ich es mir auch echt gut vorstellen, dass ich das da alle paar Male sag. Okay. Achilles hat einen Angriff gestartet. Das ging schief. Menelaos hat auch einen Angriff gestartet. Ging auch schief. Wobei... ja, Menelaos ja noch mal ein ganzes Stück schlimmer war. Macht er sich wieder auf den Weg? Oder bleibt er diesmal in seinem Nest? Einen guten marokkanischen Minze-Honig-Tee bereitgestellt. Für die Schlachten. Troja holt sich. Nach und nach hat sich Troja von dem Erdbeben erholt, das Poseidon geschickt hatte, um die Befestigung der Stadt einzureißen. Die trojanische Garnison ist wieder funktionstüchtig und Handwerker haben den Großteil des Schadens an den Mauern behoben. Die Stadt ist vorerst wieder sicher, aber niemand weiß, wann der übellaunige Olympia wieder zuschlagen könnte. Denn er wird nicht ruhen, solange Trojas Welle stolz in die Höhe ragen. Die Bauern berichten, dass die Saison ungewöhnlich trocken ist. Dies droht, ihre harte Arbeit zunichte zu machen und ihr Getreide zu vernichten. Man muss handeln, um die Ernährung der Bevölkerung zu sichern. Vielleicht können andere Königreiche helfen. Um Hilfe bitten. Ja, wen sollen wir denn bitten? Auf Fischerei verlassen. Ja, wir müssen leider unsere Fischerei antrommeln, weil wen sollen wir denn noch anfragen? Sophiloktetes ist zum Stadtgründer geworden. Schön. Nikostratos von Demeter berührt. Oh, ganz stark. Legendäre Rüstung, wer hat die bekommen? Wer hat die legendäre Rüstung bekommen? Okay, richtige Gebäude. Zitadelle, dorisches Arbeiterlager, Odysseus Halle, Stadt im Wald, Schmelzhütte, kleine Bergerbrücke, Tempel des Hephaistos, Bergerbrücke, Tempel des Ares, dorisches Arbeiterlager, Odysseus Megaron und Schmiede der Kunsthandwerker. Alter Schwede, irgendwann Double Time, Freunde. Das waren Eigenschaften, zum Dienst bereit rekrutierte Einheiten, haben wir jetzt auch einige. Aber Ausrüstung erhalten, ja wer denn? Und Rang erhalten, Antipos. Die haben wir einfach so erhalten. Die hat keinen Charakter erhalten, sondern die haben wir einfach so bekommen. Okay. So, weil Antipos. Eher die Dauer oder eher den Widerstand erhöhen? Machen wir die Dauer. So. Gut. Dann zuallererst natürlich unsere Charaktere. Ayakos. Gar nichts. Auch nichts. Irreführende Gesandte versorgt die feindliche Armee vorsichtig mit falschen Informationen, wodurch von ihrem Weg abkommen, das Ziel nicht erreicht. Verringert die Bewegungsreichweite fremder Armeen auf Kampagnenkarte. Das klingt gut. 100% Wahrscheinlichkeit, dass das gelingt. Wunderbar, mein Lieber. Sehr, sehr gut. Dann machst du... heldenhaft. Ermöglicht die Agentenaktion Verrat anprangern. Plus 30% Chance eines Gesandten, einen fremden Spion zu verhaften. Der Grad zwischen Tapferkeit und Selbstmord ist schmal. Diese Person ist bisher gelungen, auf der richtigen Seite zu bleiben. Das klingt gut. Guter Typ. Der Ayakos. So, jetzt kommt mal wieder unsere Mordmaschinerie. Scheiße.
Ja, die werden jetzt eine dicke, fette Armee da ausheben. Die werden jetzt da, boah, Alter, nur Lücke streiten. Wie finanziert ihr das, Freunde? Wie zum Geier finanziert ihr das denn bitte? So, wir haben jetzt zumindest mal zwei Einheiten. Das reicht nicht. Okay, wir haben zwei Städte besetzt. Arispe bräuchte vielleicht noch jemanden, Colonnais und vielleicht im Brassos. Wo sind unsere Damen der Schöpfung? You keep the rituals? Oh, Verzeihung des Verderbens, probier's mal. Das ist, also was Agenten angeht, ist das nicht... Oh, wir dürfen nochmal. Ist das nicht unsere Runde, Freunde? Zweiter Versuch hat funktioniert. Aber das war nicht unsere Runde. Kalydon, auf geht's. Brauchen wieder ein paar Götter auf unserer Seite. Die Götter haben Bock. Die Götter wollen Krieg. Zeus, ja, Zeus klingt gut. Zeus klingt sehr, sehr gut, meine Liebe. Anthalaya. Anthalaya. Zehn für Apollon. Apollon ist jetzt gerade der mich wirklich mit Abstand am allerwenigsten interessiert. Gut, aber ist auch nicht so schlimm. Odysseus. Du bist auf dem Weg. I'm on my way, on my way. Way, way, way. Sehr schön. Gib Gas, Junge. Alter, ich hab vergessen, was das für ein ewig weiter Weg da drüber ist, ne? Der Weg da, den die einschlagen. Echion. I have a plan. Du bist ja Stufe 27, okay. In airy service. Und er hat's gerade so geschafft. Okay, jetzt weiter. Philoktetes. Jetzt pass auf. Erstmal du. Du bist... Wer bist du denn? Amphidamas. Greif mal Treuzen an. Ja, man scheint keine Chance, Treuzen. Ja, dann nehmen wir das ein. Dann nehmen wir Treuzen ein. Treuzen, lange Zeit unabhängig gewesen. Können wir noch erinnern? Schwieriger Freund. Ein schwieriger Freund. Wird Zeit, dass wir den für uns gewinnen. Sind auch da. Lakonische Miliz, lakonische Bergbewohner, viele leichte Einheiten. Amphidamas hat eine von diesen fiesen Armeen mit vielen Harpien, die ich echt gern mal in der Mythos-Erweiterung sehen würde. Die neue, also das neue Warhammer 3 sieht übrigens fantastisch aus, wirklich. Also ist schon wieder ein fantastisches Game. Ich muss schauen, dass ich wieder mehr Total War zocke, auch wenn es mir echt schwer fällt zur Zeit. Aber wenn ich dann spiele, habe ich schon wieder Bock drauf. Es ist bloß einfach wegen dieser Scheißsituation zwischen Russland und Ukraine geht's mir einfach gerade an die Nieren, Freunde. Okay. So, jetzt konzentrieren wir uns hier drauf. Let's go. Wir rücken gleich mal massiv nach... Wobei... Rücken wir ein bisschen nach vorn. Ich möchte auf keinen Fall den Plänkelmodus aktiv haben. Das sollte alles, wisst ihr was, wir rennen da voll im... Ja, wobei, nee, lasst uns doch ein bisschen zurückhalten. Der Feind hat eure versteckten Einheiten entdeckt. So, wir konzentrieren uns erstmal auf die Seite hier, Freunde. Da seht ihr, die leichten Einheiten, die kommen teilweise nicht mal zu unseren Soldaten. Die kommen teilweise nicht mal bis zu unseren Einheiten, Freunde. Stell dich mal hier auf. Nicht da reinreiten. No,
So, hier geht es natürlich schon mal ein ganzes Stück mehr ab, Freunde. Auf der linken Seite. Das ist vermutlich auch der spannendere Bereich. Gib ihm mal. Aber die Seite ist so gut wie durch. Die rechte Seite ist so gut wie durch. Euer Held wird angegriffen. Verfolgt die mal und versucht denen in den Rücken zu fallen. Oh ja, doch, wir haben da schon geschmeidige Verluste, muss man sagen. Auf geht's, rückt nach vorn und dann holt euch die hier. Die berühmten Schleuderer, ja. Eine eurer Einheiten ist im Kampfrausch verbannt. Manchmal weiß ich echt nicht, was ich sagen soll. Manchmal ist es so random, was unsere Soldaten machen. Es ist so wild. Kommt zurück. Warum rennt ihr weg? Bei Ares, eure Krieger sammeln sich. Jetzt geben sie auf, oder? Geben sie ganz auf? Ja, ja, sie geben ganz auf. Unter 3 Minuten, sehr schön. Krass, ich hatte nicht gedacht, dass Treuzen so einfach wird, aber in dem Augenblick, wo die keine Belagerungsmauern haben, wird es dann doch relativ easy, gell, Freunde? Also, ja, er hat natürlich, er hat schon tapfer gekämpft, aber... Jetzt auch nicht. Krass nennenswert. Ui. Not bad, mein Freund Amphidamas, also wirklich... Schöne Angriffsfolge. Zack. Und besetzen. Treuzen gehört ebenfalls uns. Das war ja richtig easy. Das war jetzt ja richtig easy. 13 Regionen gehören ihnen noch. Leute, denen geht der Arsch auf Grundeis. Argos ist eine dicke Stadt. Eine dicke Stadt. Eine richtig dicke, fette Stadt. Wie sieht deine Armee aus? Boah, die bräuchte schon noch. Die bräuchte eigentlich auch noch. Jetzt pass auf, jetzt marschierst du mal hier hoch. Nee, ich muss den jetzt mal erholen lassen. Ich muss den sich jetzt mal erholen lassen, Freunde. Nikostratos steht bereit, Kleodoros. Ah, stopp mal, ich wollte ja auch nur nach Rüstung gucken. Hat eine Rüstung. Bisher braucht es noch niemand. Du hast eine ziemlich nice Armee, gell? Ja. So, ihn separiere ich jetzt mal. Wie sieht's denn hier bei dir aus? Was wäre denn da die nächste Station? Dolopes ist halt doch eher einfach. Okay, pass auf, du rückst jetzt hier weiter runter vor. Und du nach Arne. Schön. Er hat zum Beispiel gar keine Rüstung. Pass auf, dann kriegst doch du jetzt hier die legendäre Rüstung. Waffe haben wir keine. Ferris. Ja, nee, die haben wir gesagt, du kriegst ein bisschen Erholungszeit. Fokus. Da wirst du nicht glücklich, wenn du da jetzt angreifst. Was ist, wenn ich hier plündere? Weil der hat ja ganz schön wegstecken müssen, der Kollege. Der wird sich davon auch nicht so schnell erholen. Leukos. Ah, du bist hier auf dem Weg, okay.
Na, er hat es ja fast geschafft. Der ist ja fast da. Selepios, der einsame Belagerer. Fall upon them. 5 Türme. Und wir machen genau so weiter. Jetzt hungern wir sie langsam aus, Freunde. Jetzt hungern wir sie langsam aus. Aber er ist ein Spezialist darin. Antipos. Bist denn du gerade? Ah. Oh. Du kannst Ktimene angreifen. Ja. Mich überrascht es immer wieder, was wir mit der Armee machen. Die Armee ist so wild, also besteht nur aus Reitern und Fernkämpfern und ganz, ganz schwachen Nahkämpfern. Aber trotzdem, also jetzt die Stadt können wir easy mit denen einnehmen. Und jetzt verschieben wir halt wirklich richtig schön die Zone Richtung Süden. Also uns gehört fast der komplette Norden. Klar, das mit Achilles wird jetzt kein Zuckerschlecken. Aber wenn ich das richtig sehe, haben die noch 2 aktive Armeen. Menelaos und Achilles. Und ich bezweifle, dass sie sich mehr leisten können. Interessant wären nochmal die Lykier. Die könnten vielleicht für ein bisschen Ärger sorgen. Aber auch das bezweifle ich. Okay, pass auf. Ich will erstmal alle Reiter auf einer Seite haben. Den halte ich mal eher ein bisschen zurück. Und die hier. Ja, ihr greift hier an. Go for it. Okay, hier sind Speerkämpfer. Das ist natürlich gar nicht gut. Also im Optimalfall lockt ihr die ein bisschen weg. Hier drüben wird schon fleißig gekämpft, okay? Ja, die haben ihre leichten Bogenträger ganz nach vorn geschickt. Das war jetzt natürlich... Ja, Freunde, also... Hat eure versteckten Einheiten entdeckt. Okay, reitet mal hier rüber. So. Aber wir bearbeiten die schon ziemlich gut. Hier kriegen sie auch ein paar Pfeile in den Rücken. Genau, und ihr reitet jetzt so um die rum. Können eigentlich auch über die drüber reiten. Das sind doch nur leichte Einheiten. Ja, schön. Fegt da drüber hinweg, genau. Und jetzt holt ihr euch die. Ihr werdet jetzt dann in der Sackgasse sein, wenn ihr so weitermacht, Freunde. Die kommen hier gar nicht bis zu uns. Also die sind wirklich gar kein Problem. Und die machen das einfach nur saustark. So, die sind auch tot. Ja, das ist doch jetzt gleich vorbei. Wenn die einen Pfeil kassieren, ist durch. Reitet einfach über die drüber, Freunde. Komm. Scheiß doch drauf. Die machen nichts mehr. Das war die stärkste Einheit hier. Die bricht jetzt auch zusammen. Auch wieder unter 3 Minuten. Easy going, Freunde. Easy going. Eurypylos. Keine Chance. 6 Verluste haben wir erlitten. Hier. Bei den Zentauren Ältesten, ne? Aber die sind jetzt, also so langsam, am Anfang mochte ich ja auch diese Speerwurfstreitwägen gar nicht. Aber wenn die natürlich einen Plänkelmodus anhaben und sich immer entfernen und die mit Speeren bearbeiten, können die eine Einheit ganz brutal rausnehmen. Schönes Ding, Freunde. Schönes Ding.
Wenn wir jetzt noch Handelspartner hätten. Wir haben eine Triakontere bekommen. Und die Hauer des kalydischen Ebers. Lauter tolle Sachen, du. Lauter tolle Sachen. Ja, Antipos, genau. Du hast Timene eingenommen. Da fehlt noch Phasalos. Da sitzt ja gerade er mit seinem breiten Arsch drin. So. Du, mein Freund. Holst dir jetzt Dolopes. Es ist schon wieder so eine geile Runde. Es ist schon wieder so eine geile Runde. Wir nehmen ihn schon wieder drei weitere Regionen weg. Und wir können jetzt mit zwei bis sogar vier Armeen auf Achilles losgehen. Da können wir uns auch überlegen, wie wir das machen. Ich glaube, da ist sogar noch eine fünfte Armee in der Nähe. Und von Treuzen aus kommen ja auch noch zwei Einheiten. Also es sieht richtig gut aus. Ich hatte ja schon mal gesagt, dass der Krieg gelaufen ist, ist ja eigentlich obvious. Wir müssen das Ganze jetzt eigentlich nur noch halbwegs anständig über die Bühne bekommen. Aber an sich kann hier nichts mehr passieren. Was sind das? Das sind die Korribanten, genau. Die sind auch ziemlich nice. Mit ihren Löwenköpfen. Ziemlich wilder Haufen. So, gleich geht's los, Freunde. Also in erster Linie lassen sich unsere Freunde mal gut Zeit. Der Feind hat eure versteckten Einheiten entdeckt. So, greifen wir mal mit unseren Nahkämpfern ein. Opfern müssen wir unsere Fernkämpfer jetzt auch nicht. Dürfte eh alles sein. Das sind schon alle. Das ist sogar unter 2 Minuten jetzt gleich. Oh, Freunde, also ein bisschen Gegenwehr könntet ihr schon leisten. Das ist ja gar nichts. Das ist ja wirklich... überhaupt nichts. Wenn wir uns ein bisschen beeilen, können wir sogar noch die nächste Runde starten. Aber das waren ja jetzt wirklich 2, 3 Kämpfe, die, ich glaube, in einer Viertelstunde 3 Regionen eingenommen. Ja, die haben nicht mehr viel zu melden. So, besetzen. Und Pterelaus kriegt auch noch den Status. Mutig. Zack, Handelssteuer sofort. Ah, du hast schon viele Fernkämpfer. Nee, dann machen wir hier Reichweite. Ah, scheiße, ist nur für Bogenschützen, gell? Nee, Geschosseinheiten. Passt? Passt, alles gut. Ich dachte, es wäre jetzt eventuell nur Bogenschützen. Gorgythion. Ach Gott, du bist auch schon vollständig aufgestellt. Das ist natürlich ein Brett. Ja, marschier mal hier rein.
Es reicht eigentlich, wenn du da eine gewisse Präsenz zeigst. So, und jetzt du, mein Lieber. Messene gehört dazu, gell? Ja. Marschier mal weiter. Und dann kriegst du ein paar schöne Einheiten von mir spendiert, mein Lieber. Wie viel hätten wir denn gern von... So. Kriegst eine richtig schöne Armee, mein Freund. Kannst du da nächste Runde auch ein bisschen mitballern. So. Das wird, okay. Ja, wir haben hier schon ein paar Stimmungen, die eher schlecht sind. Aber die erholen sich alle. Glaube ich. Hoffe ich. Ach, wir haben, ja, nee, Freunde, wir haben minus 5 wegen dem Ereignis. Ja, deswegen steht es um uns gerade so schlecht, okay. So, boah, wird doch eine enge Kiste, schauen wir mal. Also, jetzt hier erstmal, bam. Da warte ich noch kurz. Scheiß drauf. Zack, zack, zack. Und dann kriegst du noch hier den und du kriegst noch den. Schön. Was wolltest du? Du wolltest unbedingt dorische Arbeiterzelte haben. Sehe ich das richtig? Genau, du wolltest unbedingt die haben. Passt. Und sonst nichts. Abgelaufene Tauschabkommen mit Meliböa. Wie lange existieren die nicht mehr? 300 Runden? Jo, bauen wir auch aus. Das ging schneller als erwartet. Gut, Freunde, gut. Wie sieht's mit Verhandlungen aus? Friedensangebot. Sind wir schon bei 108? Ne, wir haben kein Gold mehr. Sonst hätte ich jetzt Aphrodite aus Prinzip ein Gebet verpasst. Einfach nur, weil es passt. Einfach nur, weil es läuft. Gut, ich wollte noch ganz kurz was anderes gucken, und zwar nach speziellen Agenten. Nicht. Okay. Was ist denn eigentlich... Eine Sache muss ich noch kurz gucken. So. Da sind ja jetzt auch ein Haufen komplett zerstörter Gebiete. Wenn ich jetzt die Siedlung aufgebe. Das macht aber keinen Unterschied. Scheiß drauf. Dann soll sie halt zerstört sein. Wir bauen sie auf, sobald der Krieg komplett gewonnen ist. Dann bauen wir sie wieder auf, Freunde. Aber die Lücken füllen sich ja immer mehr. Die Lücken füllen sich ja immer mehr. Es sind noch 11 Regionen. Sparta gibt alles. Oh, die sind gerade verletzt. Ey, wenn die gerade nicht verletzt wären, dann würden wir den wegbumsen. Den Kreton. Da haben sie einen außergewöhnlichen Feldherrn unter all ihren Helden rausgeholt. Ajax, Diomedes. Agamemnon. Und dann holen sie Kreton. Ah, das ist ärgerlich. Schade. Wirklich schade. Da werden wir nicht viel machen können. Pass auf. Ja, nee, die haben auch noch Fernkämpfer am Start. Da werden wir nicht viel machen können und da will ich irgendwie auch nicht zu viel Zeit investieren. In den Kampf, weil da können wir nicht viel machen. Die haben sich auch schön aufgeteilt, das kommt noch dazu.
Okay, spannend, die ignorieren uns jetzt hier von der Seite. So ein bisschen. So ein bisschen ignorieren sie uns. Ja, aber die ballern auch von... Nee, also wir können da nichts machen. Wir schauen jetzt, dass wir ein bisschen was mitnehmen. Und Gutes. Tasche her, die haben wir uns gejabbert. Das passt. Der Feind nimmt euren Siegpunkt ein. Ja, dann lass ihn doch. Oh, schau mal her. Oh, schau mal her, Freunde. Da scheint ja doch ein bisschen was zu gehen. Hier, haben wir ein paar Leute in die Flucht geschlagen. Bam, nochmal ein Schuss und rein da jetzt. Auf geht's. Hä? Eure Krieger verlieren den Mut. Nein, warum denn? Verweile doch, du bist so schön. Auf geht's, bis zum Schluss, Freunde, bis zum Schluss. Komm schon, gib ihm doch den Aristie-Punkt. Gib ihm doch den Aristie-Punkt. Ja, dann schieß ihn einen Pfeil in den Rücken. Jetzt geht's dahin. Ja, da hab ich ihn gesehen. Da hat er ihn erwischt. Wir haben sogar einen Aristie-Punkt bekommen, Freunde. Jetzt pass auf, wir haben nochmal Aristie. Ich muss bloß den richtigen Zeitpunkt abwarten. Alter, hat er denen gerade wirklich noch so einen Schuss gegeben? Oh. Seine Moral geht richtig ab. Honor and glory. Okay, jetzt geben wir ihm den Push, weil er braucht auch Leben. Er braucht auch Lebenspunkte. Der soll die jetzt mal richtig aufarbeiten. Aber Bukolion hat sich auf jeden Fall einen Namen gemacht. Ihr habt einen Siegpunkt verloren. Er hat sich auf jeden Fall einen Namen gemacht. Er kann die Schlacht hier nicht gewinnen. Aber er macht es stark. Zack. Alter, hat der da gerade mit einem Schlag drei Gegner gerippt? Schön. Da hat er jetzt gerade keinen erwischt. Schade. 18 Sekunden geht die noch und da kommt schon der nächste Haufen. Danach gibt er auf. Der soll jetzt einfach nochmal hier ein bisschen reinbuttern. Entscheid dich und schlitz noch ein bisschen. Schlitz, schlitz. Ja, noch ein Knie in die Fresse, Junge. So, jetzt bricht er zusammen. Ist klar. Aber er hat sich noch ein paar geholt. Wird auch wieder spannend, ob sie die Siedlung nur ausrauben. Also die Spartaner sind ja nicht dafür bekannt, ihre hart erkämpften Siedlungen behalten zu wollen. Du Scheiße, da kommen noch mehr. Ja, Junge, kann man nicht sagen. Die Verluste der Spartaner waren höher. 276 Verluste, da schau einer an. Da haben unsere Leute mal wieder richtig reingehauen. Schön. Ja, wenn ihr damit die Stadt einnehmen wollt, mit dem Haufen, macht es. Aber die werdet ihr nicht lang halten. Ja,
Die haben eins zu eins dieselbe Ausrüstung. Bloß ein bisschen unterschiedliche Farben. Nee, er rennt wieder weg. Er hat's ausgeraubt und geht wieder. Ich muss kurz schnäuzen, Freunde. Mich würde wirklich, eine Sache würde mich interessieren. Jetzt stellen wir uns mal vor, die Spartaner hätten die ganzen Siedlungen, die sie erobert haben, auch eingenommen. Wäre das nicht krasser gewesen? Ich verstehe den Sinn einfach nicht. Kultstufe mehrfach gesunken, okay? Ich verstehe den Sinn hinter dem Ausrauben nicht. Müssen die sich finanziell über Wasser halten? Oder was ist deren Problem? Weil verdienst du nicht an einer Provinz oder einer Region mehr, wenn du sie eingenommen hast? Das verstehe ich tatsächlich noch nicht so ganz. So, Platz des Rufers, Einberufungsgelände, Stadt im Wald, Bauernstadt, dorische Arbeiterzelte, große Zitadelle, großer Pulke, Bronzeschmiede, Hafenanlage und die Bauernstadt. Sehr schön, Freunde. Zauderer bei Melanipos, bitter, aber mein Gott, ist halt so. So. Der Eierkopf. Verrat an Pranger, 29 wahrscheinlich, ist halt nichts, gell? Sehr schön, das hat geklappt. Ich war gerade so schockiert. Ich wusste gerade nicht, warum wir dahinter gehen, weil ich dachte eigentlich, dass wir da noch unsere Leute haben. So, der hat's geschafft, Alter. Schade. Hat nicht geklappt, okay. Wort der Ermutigung kriegst du, mein Lieber. Du wirst zwar wahrscheinlich nie wieder in der Armee dienen, aber du kriegst die Worte der Ermutigung. Drakomachos, jetzt Schlitz. Wichtig, den Feldherr einfach auch für eine gewisse Zeit auszunocken. Die anderen machen jetzt Brunnenvergiftene. Dann hat sich das schon wieder gelohnt. Nee, du hast schon Agathon hier. So, Laufonte. Also diese 50-50 Chancen, die sind heute nicht so ganz und das war 20%ige Chance eine. Nee, mach Predigerin der Reue. Das ist gerade besser. Das konzentriert sich auf Spiel. Das kann ich doch jetzt so oft machen, wie ich will. Das ist ja maßlos OP, Freunde. Plus 15 Gunst der Götter durch Rituale in feindlichen Siedlungen. Solche Dinge sehen Zwietracht unter den Menschen, was von Anfang an der Plan war. Also, es ist schon hart OP zu sagen, die dürfen dann einfach so oft weitermachen, wie sie wollen. Okay, du bist hier ready, dann marschier hier mal runter. I am your bridge to the divine. 5 Minuten. Das ist ja eine Zeit, die ist richtig unsexy. Okay, Odysseus. Jetzt leg mal einen. Schalt mal einen Gang zurück und fahr nach Imbrassos. Gut. Melanipos. Du stehst. Philoktetes. Wie sieht's mit deinen Einheiten aus? Es sieht stabil aus, okay. Stümperlos. Was für ein Stümper. Pass auf, du greifst jetzt.
stehst stabil da, auf geht's. Massacre them. Das schaffen wir jetzt nicht mehr, Freunde. Das machen wir das nächste Mal, da kriegen wir die anscheinend hin. Ich dachte eigentlich, ich muss damit mehr Gegenwehr rechnen. Nee, das ist einfach nur eine Lücke, die gefüllt werden muss, okay? Okay, Philoktetes erledigt das nächste Mal. Amphidamas, du hast ja auch kaum Verluste erlitten, mein Freund. Tu mir nochmal einen Gefallen und marschiere hier hin. Genau, du belagerst Argos. Make me proud. Bring their deaths. Bring the pain. Die nächste große Stadt, die uns dort im Weg ist. Aber dann stehen uns die Tore, glaube ich, soweit komplett offen. Gehe ich jetzt mal schwer davon aus. We will claim. Ja genau, den Kampf führen wir noch durch. Amphidamas ist hier, um zu helfen. Nikostratos, du bist in Dardanos, okay? Kleodoros, oh ja, das ist auch ein spannender Bereich hier. Wie viele Einheiten kriegen wir darüber? Zu wenig. Also hier könnte er durchkommen. Kriege ich dich bis darüber? Nee, kriege ich nicht. Pass auf, du marschierst jetzt mal nach Oita. Ich stelle mir das am dümmsten an. Dich platziere ich. Hier? Dich hier? Veteran Strategist. State your orders. So, damit seid ihr Dreier, glaube ich, auch erstmal verdeckt, oder? Favored by Athena. Er ist angekommen. Schafft es in einem Spielzug hier rüber, wenn es dann soweit ist. Melanippos ist hier. Philoktetes kämpft nächste Runde. Amphidamas hilft in Argos. Nikostratos. Passt, Kleodoros ist hier unten. Die machen sich bereit auf den Angriff auf Phasalos. Menestheos ist da auch dabei. Pheres greift Argos an. Okay, Phokos plündert. We're on the move. I always do my duty. Jetzt bin ich richtig verwirrt, Menelaos ist weg. I always do my duty. Forced march. I can hardly wait. Kill the lot. Take them out. Das ist es natürlich noch nicht, Freunde. Das ist es natürlich noch nicht. I will serve you well. I live for this. Also wir haben das Herz der Spartaner erreicht. Sparta selbst. Wir haben es erreicht. Send them packing. All out attack. Battle calls. Stay sharp. Massacre them. Make me proud.
Wir können nächste Runde an sich mit 3 Fitten ab. Das war ein Missklick. Das war ein heftiger Missklick. Komm ich nochmal zurück. Ey, wir können nächste Runde, Freunde, wir können nächste Runde Sparta angreifen. Und wir werden nächste Runde Sparta angreifen und werden die versuchen, mit dem klassischen Ameiseneffekt zu überrumpeln. Dann gehört eines der Herzstücke definitiv uns. Und beim Rest müssen wir einfach schauen. Also hier oben wird Ding noch kämpfen. Philoctetes wird kämpfen. Die machen sich gerade bereit für Achilles. Ich weiß nicht, wo Menelaos hin ist. Ich kann es euch nicht sagen, aber wir werden Sparta einnehmen. Und hier unten, zeigen wir mal kurz, wie es hier ausschaut. Die dürften ja auch gut aufgearbeitet sein. Ja. Okay, mehr kriegen wir nicht. Geil, in 3 Runden haben wir das Maximum an Belagerungswerkzeugen, aber in 3 Runden sind die auch im Prinzip tot. Also, ich bearbeite sie jetzt noch eine Runde, weil die echt eine stabile Verteidigung haben, aber... Freunde. Nächste Runde. Hauen wir Sparta unter 10 Regionen. Sie werden einstellig. Ich freue mich sehr drauf. Ich freue mich drauf, wenn ihr wieder einschaltet. Bleibt mir bis dahin gesund. Haut rein, euer Uni-Let's Play. Ciao, ciao.